Steinzeichen als Lebenszeichen. Im Werk von Ovais Saheb scheint der Stein seine Materialität zu verlieren. Scheinbar schwerelos hängen Steine als Vorhang herab. Dieser Stein heißt Diabas, er kommt aus Hessen, ist etwa 220 Millionen Jahre alt. Und ich arbeite sehr gern damit, weil es hat was mit der Landschaft hier auch zu tun. In meiner Arbeit so entwickelt, dass ich praktisch den Mensch nehme und auf dem Stein lege und einen Umriss zeichne und danach den Stein sprenge. Also sprengen, gesagt, ich teile den. Das, und zwar nach der ursprünglichen Methode, was die Ägypter schon hatten, wird der Stein angebohrt, da kommen Keile rein und dann spaltet sich der Stein. Steinschotter in Steinblöcken wird von Licht durchglüht, löst sich in der Transparenz auf. Der Stein ist in diesem bildhauerischen Werk vom zweckbestimmten System des Tragens und Lastens befreit. In der Architektur herrscht das rigide Prinzip des rechten Winkels. Dagegen steht hier das eigene Gesetz des Steins, das der Bildhauer erspürt. Die Steine entwickeln so ihre ihnen eigentümliche Symbolik und Sprache. Mitten auf dem flachen Land hat Saheb in der Rheinebene über Jahre hinweg ein großes Steinfeld ohne jeden Bauplan angelegt. Die Steine stehen wie selbstverständlich in der Natur, lassen den Schatten mit dem Lauf der Sonne über die Landschaft wandern. Die Arbeit am Stein war und ist Lebensäußerung. Geist und Materie vereinigen sich im Stein als Symbol. Den Skulpturen wohnt keine vordergründige Absicht inne. So sind sie der Freiheit am nächsten. Kein Versuch, Menschen zu gefallen. Eher einer, aus der Mitte der Verwirrung im Spannungsfeld zweier Welten Ordnung zu schaffen. In erster Linie entsteht unter seiner Regie und seinem persisch geprägten Raum- und Landschaftsempfinden kein Blickfang, sondern eine Aura. Die Skulptur Scully soll an dem vorgesehenen Platz aufgestellt werden. Vor fast einem Jahr hat sich der Maler Sean Scully auf diesen Stein gelegt. Ovais Saheb hat ihn aus dem Stein herausgeholt. So. Mal, pass auf. Also jetzt kannst du es hören, ne? Ja, warte. Was? Jetzt. Kannst du ein bisschen höher? Nein, nein, ist okay. Ist okay. Lass mal. Okay. Da die Ecke da, ist nicht genau in die Ecke, ne? Junge! Je weiter man sich verstandesmäßig damit befasst, sich zermürbt mit der Frage nach der Entkernbarkeit des Unbegreiflichen, desto weniger erfährt man. Eine solche Suche führt das selbst weg von der Bestimmung der Hingabe an dieses Leben samt der Erfüllung des Todes. Der Bestimmung gerecht dagegen wird eine Aufmerksamkeit, die selbst im Staub, der uns sehr verwandt ist, die Würde wahrnimmt. Insgesamt etwas.
Weniger mit einer Trümmerstätte haben wir es auf diesem Feldlager der Steine zu tun, sondern mit künstlerischen Erzeugnissen der Gegenwärtigkeit. Ja. Ein unvorstellbar schwieriger Mensch. Ja, auch im Leben. Im Leben, alle. Ja, kommst du von der Schule? Ja. Deine Arbeit geschrieben? Ja, Englisch. Und? Ja. Dem Saheb mit den Steinen spricht, gibt er uns den Blick durch die Mauer frei. Denkstrukturen verfliegen. Ein Nachhall, für den wir taub waren, erklingt wieder. Und wir erkennen in ihm das Echo von etwas in Vergessenheit geratenem. Dem Gefühl, dem unsere Lebenssehnsucht gilt.